化け物を撃ち落とした動く要塞みたいなのってヘラクレスって言ったっけ。あっちはあっちで化け物だったな。帝国ってか騎士団があんなもん持ってるとはね。私も詳しくは知りませんが、アレクセイの指揮の下で作られたものらしいですよ。ヘラクレスがなけりゃ今頃全員揃って空飛ぶ化け物の胃袋の中だったかもな。ヘラクレス様々だね。名前も決まって、掟も作って、初仕事も受けて立派なギルドらしくなったよね。とは言ってもまだたったの3人だぞ。これ立派か。人数なんて関係ないよ。有名な盗賊ギルド漆黒の翼だって3人しかいないし。要するに量より質ってわけね。あんまゾロゾロといるのは面倒なんで、おらん人数少ない方がいいけどさ。どんな後継いでダングレスト守ろうってんなら、ある程度の頭数は必要になるんじゃねえの。そうだね。でもちょっとずつでも前に進めれば、いつかはきっと大きなギルドになるよ。うん、多分そう。なら気楽にしてていいのかしら。ダメダメ、張り切っていかないと。了解。やることも目的地も決まったら、まだ旅が続くんだって実感が湧いてきました。フレン追っかけてテートを飛び出したのとは規模が違ってきそうだけどな。なんたって得体の知れない喋る魔物を探す旅だ。デゼール大陸に行くとなると、また海も越えなければなりませんし、コゴール砂漠という場所もきっと暑さの厳しい過酷な環境だと思います。でも今はまた旅を続けられることが私は純粋に嬉しいです。まだ見たこともない景色が私たちを待っているんですよ。ま、旅の目的だけは見失わないようにな。それは分かってますよ。ラピードもブレイブ・ベスペリアの一員なんですよね。ああ、もちろん。でもギルドに入るなら掟に誓いを立てるのでしょ。この場合は。なーに、悩むことねって。ラピードならそんくらい分かってるから。うん、時々思うんだけど、ラピードって僕たちの言葉理解してない？あ、私もそう思います。さあどうだろうな。どうなんだラピード。ラピードならあっちにマーキングしに行ったわよ。法で裁けない悪党をどう裁くか。フレンだったらきっと違う答えだったんだろうな。けど帝国のルールが変わらねえからって変わるのを待ってたら、どんだけの奴が痛い思いするかわからねえ。俺が選んだ答えはこれだった。分かってるって。腹決めてやったことだ。やったことから目を背けるようなことはしねえさ。あいつらにもいつかは話さなきゃなんねえかもしれないしな。Hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch die Welt gecruised mit unserem Boot und ja, wir sind direkt in ein Geisterschiff reingefahren, weil warum nicht, ne? Und ja, einige Leute haben ja, glaube ich, ein bisschen Angst, das Schiff zu betreten. Einige Leute sollen hier bleiben und ja, ich glaube, wir sollen uns aussuchen, wer jetzt mit uns kommt, ne? Und ja. Machen wir das mal. Was geht? Was? Ah, ich kann sogar Sachen kaufen. Cool. Ja, ich wünsche, ich hätte das vorher gewusst, weil ich möchte jetzt hier nicht zu lange. Ja. Oh, ich habe kein Geld. Ja, was soll's? Lass jetzt nicht kaufen wieder am Anfang des Parts. So, ich soll mir Leute aussuchen, die jetzt mitkommen, ne? Rita hat hier, glaube ich, ein bisschen Schiss, also. Rita mitnehmen. Raven. Ja, Judith, ich glaube, die hat am wenigsten Angst, ne? Also ich nehme an, irgendwann bricht hier Augenkampf aus und wir müssen dann mit der Gruppe
bereit sein, ne? Kann ich dich mitnehmen? Oh. Wann? Okay, wen nehmen wir denn mit? Wir haben jetzt drei Angreifer, also wäre es, glaube ich, ein bisschen klüger. Weiß ich nicht. Wie viele bleiben denn dann noch übrig? Dann haben wir immer noch eine Vierer-Truppe hier, ne? Weil sie wird auf jeden Fall. Ich habe so das Gefühl, sie wird dann irgendwie mit hier verteidigen, oder? Keine Ahnung. Wen nehmen wir mit? Ich glaube, Estelle kann auch mal eine Pause machen, ne? Also, wie wär's mit? Okay, er ist der Anführer unserer Gilde, er muss hier bleiben. Wir sind Zweitanführer, nehme ich mal an, also ja, gut aufteilen, ne? Okay, wie wär's mit Judith? Auf jeden Fall. Und wer muss denn hier eigentlich noch was lernen? Das ist vielleicht mal die bessere Frage, ne? Und ich würde am liebsten Rita mitnehmen, einfach nur, weil sie so viel Schiss hat. Nein, musst du nicht, du kommst mit. Also das Gefühl, wird ein bisschen gut. Einer hat überhaupt keine Angst und eine auf jeden Fall. Also vielleicht sorgt auch für einige gute Szenen. Mal schauen. Weiß überhaupt, welche kommen. Okay, dann mal los. Aktuell mit dir aufbrechen, ja. Und da drin warten wahrscheinlich Monster, ne? Also ich sehe schon noch Monster. Juris Vorahnung. Und wir haben auch noch Skiz, bestimmte. ちょっと期待していたことがあったんだが、ジュディ全然怖がらねえし。分かったわ。キャン怖い。と言って抱きつけばいいのね。宣言されてやられるのも虚しいから遠慮しとくわ。残念。私は面白いと思うのに。 Okay. Jetzt möchte ich doch ein paar Mitglieder austauschen. Mal gucken, ob irgendwelche Szenen kommen. Na, so, spielen wir mal als Yuri. Ist ja auch schon lange her. Das ist auch kacke, wenn die jedes Mal umfallen direkt. Kann ich auch gar keine Kombos machen, ne? Ich will ja vergessen, explosive Art zu machen. Oh. Oh. Geht weg. Warte mal. Muss schon sagen. Wollt ihr vielleicht mal erkunden? Falke. Falke dort von Power Rangers. Er hat ein richtig geiles Geräusch immer gemacht. Ich habe übrigens vergessen, beim letzten Part hier die Skits, die ich auf Screen gefunden habe, reinzuhängen. Ich hoffe, ich werde die am Anfang dieses Parts oder am Ende dieses Parts mal endlich reinpacken, weil ja, möchte ich doch schon gerne machen. Das gefällt ja. So. Sie haben immer noch nicht hochgelevelt, Julius. So. Rita kommt hier keine Cutscene anscheinend. Ein Dreizack. Den haben wir noch nicht. Luftsprung. Oh cool. Ja, das ist, was ich denke, was es sein könnte, dann nicht schlecht. So, gehen wir mal da hoch. Guck mal, was da oben ist. Ich nehme an, ein Schatz, ne? Komm schon. Das geht mal sehr hoch hier. Und hier ist nix. Geil.
Der Truhe. Oh, spezifisch. Ah, da, guck mal. Haben sie gedacht, sie können das hier von mir verstecken, ne? Spezifisch, das ist, glaube ich, hier so eine Limo-Flasche, ne? Die einen alle AP oder alle TP ein, ne? Ja. Leckerei. So, ich will mal die Leute hier austauschen und gucken, ob einige bestimmte Cutscenes so also kommen. Einfach nur mal so, ne? Aber ich kann die Leute ja nur austauschen, ne? Okay, muss ich dich erst. Okay. Also sein, vielleicht kommt eine Katze ziehen. Herr Dingens, ne? Oh, Dreck. Ich wollte nicht kämpfen. Das ist eigentlich voll der geile Trainingsort hier. Und ich schaffe die explosiven Art einfach nicht, ey. Doch immer Kreis gedrückt halten. Ich bin gerade voll tot. Aua. Hilfe. Estelle, heil mich. Ja, ja, aua. Auferstehung bitte. Danke. Ich glaube, ich kann ein paar TP ja einsetzen. Hat er seinen Speicherpunkt? Hallo? Ja. Warum teilen denn die Gegner auf einmal so stark aus, ey? Warum kann ich diesen Angriff nicht danach einsetzen? Weil es keine Arcana hat, ist geil. Sagen, ich drücke die ganze Zeit zweimal. Aber jetzt kann man auch Combo machen mit normalen Arts und einer Kahn Arts. So. Boom. Aber gezogen. Was ich jemals warten muss, bis sie uns hochgealtert ist. Oh, komm her. Oh. Okay, gut. Scheint keine Cutscene zu kommen, okay. Kann ja sein, okay. Beiden, ihr habt mir keine Cutscenes gegeben. Was soll das? Okay, du hast was gelernt. Abwehr plus gut, aber ja, irgendwas anderes hat er gerade gar nicht. Na, guck mal. Nö, auch nichts, okay. Dann nehmen wir Judith und ja, Rita. Ich merke, wir haben dann keinen Heiler, aber hoffentlich wird das jetzt nicht so ein großes Problem. Wir speichern mal einfach nur, ich dann nicht alles noch mal mache. Und dann gehen wir mal jetzt endgültig hier rein. Der Vogel immer wieder respawnen, ne?
Ich will eigentlich nicht die ganze Zeit gegen dich kämpfen. Boah. Geh mal weg von mir, nicht immer noch auf mich hier, Leute. Ich habe jetzt den einen Angriff gepackt. Da war gar keine Arcana, ne? So. Ich wollte schon sagen. Ich habe ja zwei gedrückt. Aber dann scheint das natürlich wieder nicht zu klappen, ne? Da schon wieder. Okay. Und ich wohl viel irgendwie hier. Das ist eigentlich voll dämlich, ne? Wir haben ja niemanden zum Heilen. Mache ich ja eigentlich. Was soll's? Das gibt's halt aber nicht, ey. Der fliegt so hoch, ich krieg den nicht. Oh, geh weg. Wisst euch, ich treffe den nicht. Na gut gemacht, Rita. Bis dich. So, ich habe Kreis gedrückt. Ich laufe einfach zu ihnen hin, ey. Aber ja, ich drück die ganze Zeit R2, weil ich gesehen habe, du hast dein Ding in mir weg. Ja, jetzt hat er das aktiviert, geil. So. Ich muss gleich schon wieder zurückgehen und mich heilen, ne? Ogerschwert. Ich habe noch Oger Axt haben wir. Oger Schwert, tödlicher Abschluss, kein Kampfverbund. Aber wir sind hier noch am Leveln mit dem Ding. Wie sieht's eigentlich, apropos Leveln, wie sieht's ja eigentlich mit Kochen aus? Sie hat Sandwich gemeistert, gut. Dann als nächstes Reisbällchen. Ja, noch niemand hier, Dreck. So, und sie haben wir hier nicht, also Rita. Du machst Fisch mit Miese so. Ja, ich kann jetzt wieder zurückgehen und mich heilen. Mache ich auch. Dann versuchen wir mal diesen einen Vogel hier beim ersten Mal nicht zu treffen. Wir kommen hier viel zu langsam voran. Da sollte ich Carol mitnehmen. Weil er kann ja ein bisschen heilen. Hey, komm schon. Ich sage natürlich jedes Mal in den Reihen rennen, ey. Ich habe schon versucht, den auszuweichen. So, jetzt müssen wir hier runter, ne? Ich glaube wirklich, da unten ist irgendwo ein Heilspeicherpunkt. Ich habe keine Lust, jedes Mal hin und zurück zu gehen. Die andere Seite des Spiegels. Jetzt bin ich aber doch relativ neugierig. Ich dachte jetzt für einen Moment, ich hätte kein Spiegelbild.
Hier ist irgendwo ein Raum, willst du mir sagen? Da wäre doch bestimmt wichtig bald. Hallo, ich sehe schon. Zitronengummi. Hi. Okay, den hat man gesehen außerhalb. Oh, noch zwei Gegner, gut. Wir müssen ja nicht immer gegen 10 Gegner auf einmal kämpfen, ne? Ich war einfach nur Zerstörung auf der anderen Seite. Machen den voll fertig. Ja. Hi. Den. Oh, gar nicht so viel TP verbrauchen, aber. Stirb. Okay. Mal neu sagen. Ich habe ja auch nicht absolut aktuelle Sachen, glaube ich, ausgerüstet, ne? So, ah, Dreck, sie hat noch ein paar. So, sie kann noch was Neues ausrüsten. Ich glaube, sie hatte noch irgendwie was anderes, ja. Ja, guck mal hier. Ein mechanisches Jojo. Lebensheiler und Verteidigung plus, das hätte ich gerne. Stell noch einen Kampf-KP wieder, ja. Ja. Und, weiß Verteidigung. Ja, 10% mehr, geil. Das Zitronengummi war da drinnen, ne? So kann ich ruhig ein bisschen KP verlieren. Ey! Ich habe nicht gesehen. So, da habe ich noch nicht. Anchor Geist. Ey. Boah, ich hasse halt so, wenn ich die gerade angreife, ne? Die sind liegen am Boden und ich kann nichts gegen die machen, ey. Ich kann ihn von da nicht erreichen, Rita. Geh weg. Boom. Boah, der war gut. Hat den gesehen. Ich glaube, ich sollte irgendwas zum Kochen ausrüsten, was TP heilt. So, natürlich niemand braucht das wirklich. Soll's. Gruselig hier. Na gut. Ich bin noch betroffen, hab ich. Schon wieder er zwei tödlicher Schlag oder so, da komm, boom, war schon wieder so, komm, boom. Ja, meine hat geklappt, sonst wäre nicht so eine geile Musik, ne? Ich tue mal was zum TP heilen, ja, ausrüsten, keine Ahnung. Ah, Dreck. Eine Torte. Ich habe Hunger auf was Süßes, deswegen habe ich mir eine Torte gemacht. Warum kannst du ja nicht was Einfacheres machen? Ah! Ich habe ja im Hintergrund die Spiegel schon gesehen, also. Ich glaube, ich bin schon besser als, weiß ich nicht, in unseren ersten Kämpfen. Mein Spiel war mal schwieriger, aber wir haben auch viel irgendwie offscreen trainiert. Also so, weiß ich nicht. Ein bisschen die Fähigkeiten lernen. Aber ich habe nicht wirklich ein Level bekommen, also ja. Nicht so, als wäre ich voll stark geworden. Oh. Sie hat Misserfolg bei der Torte. Aber schon, der Torte ist doch nicht so schwer, hallo. Muss nur nach dem Rezept gehen. So, was war drin? Dreck.
Sperrt mir den Weg. Will ich verarschen? Geh mal weg da. Boah. dieses fette Stück, ey. Fette Stück. Au. Ah. Ich bin irgendwie gewohnt, voll unbesiegbar zu sein im Overlimit, wie in anderen Tales of Spielen, aber weil nicht irgendwie bringt es das hier in diesem Spiel nicht so, ich so Gefühl. Ja, das war hier drin, orangen Gummi. Ritra. Da. Ja, jetzt wieder nach draußen, ne? Ja. Dann gehen wir weiter hier rein. Oh. Ich muss echt mit meinen Ring hier vorscouten. Ja, komm her. Spiel mal auf schwer, ne? Das ist mal eine berechtigte Frage. Ah, da war schon wieder. War schon wieder. Ja, ich sage, ich hatte die ganze Zeit vermasse. Lass mich mal ganz kurz gucken. Spiel auch schwer. Oh, getroffen. Na, komm mal her. Irgendwas konnte ich da öffnen oder finden oder irgendwie sowas. So, ihr seid neu. Also, ich habe Dings. Was ist das? Was ist das? Oh gut. Boah, beide. Bei denen gesehen. Beinahe beide getroffen. Aber wir können eure TP alle so schnell weg sein, ne? War ein Kampf. So, irgendwo hier war was. Prüfen. Magisches Auge, cool. Siegeltrunk. Ich glaube, ich hatte einige Sachen hier besser untersuchen sollen, ne? Aber mehr ist ja auch nicht. Okay, dann wissen wir ja, wo es weitergeht, ne? Hm. Hier sind voll viele Sachen versteckt, Mann. Oh. Da jetzt muss ich noch mal überprüfen. Heiliger Trank, aber bitte. Die ganzen Kisten hier kann ich alle untersuchen. Ey. Warte mal, hier war ein Gegner, glaube ich. Dreck. Ja, ich nehme jetzt an, da werden jetzt nicht so dicke Sachen versteckt gewesen sein. Ah, was haben wir hier? Schützen X-Foss. So, irgendwo da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Ja, habe ich noch gesehen, ja. Hi. Du wirst mich ja nicht. Doch, du wirst mich durchlassen. Takemi Katsuchi. Okay. Ich glaube, du hast nichts mehr zum Lernen gerade, ne? Nö. Cool. Überglück und Ölboost. Ölboost. Was könnte das sein? Hört die Dauer des Überlimits, das ist immer gut. Aber wahrscheinlich nur, wenn ich das mit ihm aktiviere, ne? Füll damit zu noch einer explosiven oder mystischen Art die Überlimit-Anzeige auf. Mm. Ich habe aber keine mystische Art. Da müssen wir auch mal irgendwann lernen, ne? Ich glaube immer in Tales of the Abyss haben wir die schon so ab Level 25 oder so gelernt, ne? Wir sind Level 30, 31, irgendwie sowas. Also so weit entfernt kann man auch nicht sein. Ja, vielleicht lernt man die Level 40 oder so. Keine Ahnung. Ja.
Ich mir gedacht, irgendwas zu essen. So. Ah. Wart. Was ist denn hier schon wieder los? Oh. Oh, ihr habt Glück, dass ich mein Überlevel hier gerade voll habe. Da. Manchmal klappt das irgendwie nicht. Nur auf einer Analogstick die Taste. War zu spät. Oh. Ist euch. So, ich komme mal hier rein und mach den hier, ne? Das ist so ein geiler Angriff. Ich treffe einfach alles in meiner Umgebung. Außer mein Zimmer. Ah. Da habe ich nicht alles getroffen. Cool. Boah. Die Torte ist explodiert. Nein. Warte mal, ja. Was? Okay, Mimics. Fresskiste, meinetwegen. Irgendwie nicht mehr daran gedacht, dass es so was hier gibt. Bis Level 30. Das könnte böse sein. Also ich nur K.O. Okay, ich wollte schon sagen. Ich meine, die Viecher waren relativ nervig. Aber läuft. Ja. So, Klebmehl. Spezifik. Was ist Klebmehl? Ist das zum Kochen? Ja. Wir haben noch eine Spezifik bekommen. Ich glaube, die haben irgendwie vorausgeschaut, dass man hier sehr, wenn man vielleicht nicht mit der Stelle rumläuft, ne? Und ja, ein bisschen Tee hier braucht. So, bin ich jetzt. Oh Gott. Oh, mein Ding ist abgelaufen. Oh. Oh, gut, dass ihr beide ja mal dann auf einmal sein. Man, als Yuri zu spielen ist voll überpowered, habe ich so Gefühl. Da will ich mir halt nur ein. Ich will die ganze Zeit immer Charaktere wechseln. Also ja, spiele jetzt auch nur Yuri, weil schon ein bisschen her ist, dass wir ihn gespielt haben. So, wir müssen nach oben, ne? Ja. Fragezeichen. Aber das reingehen. So, ich will aber erst nach rechts gehen. Von links sogar gekommen. Oh, irgendwas ist mit Repeat. Was ist das für eine Krankheit? Sehe ich ja nicht. Hast du dein Brathähnchen? Ja. Dann tun wir, weiß nicht. Irgendwas war Tapir halt, wenn es geht. Eisbällchen. Sie hat auch schon Eisbällchen. Hat sie schon, so wie hat sie schon Brathähnchen Pops. Na, na, jetzt gar nichts. Ah, doch da unten. Was ist denn das Schiff hier, ey? So, komm her. Oh gut, eines da reingelaufen. Wir müssen wieder Rezepte, Zutaten erkaufen am Ende. Hab ich so Gefühl. Ja, das geht gar nicht. Da um sich gerade. Treppe ist kaputt. Da! Da! Beide. Yep, he's here.
Oh Gott. Oh Gott. Aber ich soll mich mal heilen, ne? Da geht mal weg. Narita. Ich wollte jetzt nicht so nah an dich herangehen. Aber ja, boom. Du besser. Mann. Aua. Oh Gott. Mach mal den hier einer platt. Gut, hab ich gut gemacht. Genauso. Oh Gott, treff mich bloß nicht. Da ist immer noch einer am Leben. Oh. Okay, Steigattack ist weg. Das ist eine blöde Skill, blöde Fähigkeit. Ruder. So, und sie kann jetzt wieder noch eine stärkere Waffe ausrüsten. Luftwaffe, schwere Treffer. Und oh, er hat sein Dings fertig. Gut. Ruger Schwert. Kein Kampfverbund, tödlicher Abschluss. So, du hast noch Dings wahrscheinlich ausgerüstet, ne? Nö, hast du nicht. Gegner durch einen physischen Angriff zu betäuben. Mit dem Kampf gegen Luftgegner den ausgeheilten Schaden Faktor um 1.2. Cool. Alles so Sachen, was ein bisschen, ja, cool. Alles, was so ein bisschen passiv was gibt, immer gern gesehen. So. Wie Waffe. Ach, hier durch. Okay, ich wollte schon sagen, ich habe doch was anderes ausgerüstet. So, Äxte weg, Schwerter hoch. Immer wieder wechseln. So, gewinnen wir Anschluss, das heißt, Schlag kommen mit einem bestimmten Trefferanzahl alle KP zurück. Während dass du einen Kampf verwundet, einen Kampf mit zusätzlichen Gegnern gezogen wirst. Okay. Das ist auch situationsabhängig. Vielleicht will ich das. Aber im Training will ich da auf jeden Fall nicht haben, aber ja. Ich glaube, gerade wenn wir hier so unterwegs sind, ist das vielleicht nicht schlecht, soll ich wohl schon sagen. Hier ist nix, ey. Diesen Raum. Ah! Oh, ihr habt ja nicht gesehen, aber unsichtbar. Ich wollte den mal da reinschieben, aber war schon tot. Ich wollte eine Torte, danke. So jetzt Bock auf eine Torte. Ich stelle mir einfach nur vor, wie irgendwie, ich stelle mir einfach nur vor, wie irgendwie Judith irgendwie so, weiß ich nicht, so eine Brotbox rausholen und da ist eine Torte drin. So, was passiert hier? Gar nichts. Was an mich gerichtet? Hey Daniel, geht's denn gut? Weiß ich doch nicht. Ich
Betty hat sich darüber angeschlossen, endlich. Estelle führt Selbstgespräche. Ich will mal kurz zurück speichern. Da kann man aber eine ganz schön Menge Skizzen irgendwie rausholen, habe ich so das Gefühl. Aber wir müssen mal wieder ein paar neue Sachen kaufen. Heilmitteltrank, die sind so teuer. So, cool. Ah, schön. Ja, damals PS3 Exclusive Charakter hat sich uns angeschlossen. Endlich. Was hat sie denn alles? Frei wie ein Vogel segelt sie, wohin der Wind sie dreht. Aber jetzt sie steht, die Augen nach Schätzen offen. Bring das Deck zum Glänzen. Ich will mich darin spielen können. Du musst erst das Schrubben meistern, bevor du die See meisterst. So, was hat sie denn ausgerüstet? Knarren, ne? Messer, okay. Traumpaar, Vitalität. Und weiß ich nicht, die ist mal. Dann zeig mal. Oh, sie hat noch gar nichts ausgerüstet. Nicht Steigattacke. Bitte nicht Steigattacke. Okay, cool. Oh, wenn Juri in den reduziert TP, aber auch wenn Juri in der Kampfgruppe ist. What? Okay. Wir haben zufällig einen von 4 Kampfformen. Jede Form bietet zusätzliche Effekte. Okay. Zaubern kann sie auch. Kleiner Chefkoch. Hier. Falls den Gegner mit deinem Fall und roche, koche damit dann Essen. Jetzt sagt, wirst du unterschiedliche Effekte. Vor eine Kohle, die sich je nach Kampf vom Unterscheid verpasst ihnen alle eine. Die sich nach Kampf vom Unterscheid. Nee, hier. Springteufel an. Ich frage mich, ob der Teufel. Was? So, Kampfbuch hat sich erweitert. Was bedeutet das? Ah. Immer wenn Patty zu kämpfen beginnt und die Art Formwandel einsetzt, wechselt sie zufällig zwischen 4 verschiedenen Kampfformen. Jede Kampfform hat einzigartige Merkmale. Wenn du nicht jeder Form anpasst, kannst du unterschiedliche Kampfstile nutzen. Wenn Patty taumelt und niederschlagen wird, wechselt sie automatisch zur Normalform zurück. Form mit durchschnittlichen Fähigkeiten ist mit der Form die Angriffsgeschwindigkeit und Trefferzahl von Arzt wird erhöht. Ein Fernkampf. Sondern Form, die in allen Bereichen überlegen ist, aber nur sehr selten aktiviert wird. Ja, von vorne. Kriege ich schon irgendwie hin, aber ich würde sagen, ich spende Part mal hier. Ich will mal ein paar mehr Parts hier raushauen, ne? Und ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt nicht wieder ein Part habe und dann wieder 10 Tage Pause habe, tue ich mal ein paar hier aufnehmen und ja. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir hier durch das Schiff wandern und ja.
ciao, liked, abonniert und kommentiert und so.